Wir wollen uns in dieser Szene mal die Raumaufteilung gleich hier zu Anpfiff mal anschauen, was wir da falsch machen und was wir da wirklich besser machen können. Die blaue Mannschaft hat hier den Ball. Und wie Sie sehen, stehen wir hier im Startbild relativ engmaschig. Der Gegner steht auch schon sehr engmaschig, wobei der Gegner natürlich nicht den Ball besitzt und deswegen versucht natürlich den Raum eng zu machen. Und die Blauen sollten hier den Raum jetzt natürlich viel größer machen. Was passiert ist, wir eröffnen das Spiel, spielt den Ball hier zurück. Dieser Spieler steht eigentlich eher im Halbfeld. Die Spieler rutschen schon langsam raus und jetzt werde ich natürlich hier relativ schnell attackiert, weil der Weg zum Ball kurz ist. Jetzt spielt er den Ball hier raus und ich habe eigentlich nicht die Möglichkeit, richtig nach vorne zu drehen, weil der Druck des Gegners viel zu groß ist, also dreht er ab und spielt nach hinten. Wir gehen nochmal in die Szene zurück. Schauen mal, wie wir es hätten besser machen können in der Raumaufteilung. Wenn man es hier sich sauber aufteilt, dass wenn der Ball hier rauskommt und ich spiele den Ball hier, der Spieler läuft hier sofort, steht gleich auf dem Flügel und ich spiele jetzt den Ball hier schön nach außen. So, und jetzt wird das Spielfeld natürlich viel größer. Wenn ich mich jetzt weiter außen anbiete in den Räumen, das Spielfeld groß mache, dann komme ich jetzt hier, wer hat der Gegner hier einen wahnsinnig langen Weg. Das heißt, ich habe wahrscheinlich die Möglichkeit schon nach vorne zu drehen, um nach vorne zu spielen. Wenn ich unter Druck gerate, habe ich hier wahnsinnig viel Platz, um das Spielfeld eben auch breit zu machen. Das heißt, hier gilt die Devise, wir sind im Ballbesitz bei Anpfiff. Bedeutet, das Spielfeld in die Breite, in die Länge ziehen, damit der Gegner größere Wege hat, wir bessere offene Stellungen bekommen und schneller nach vorne spielen können. Wir wollen uns mal die Situation anschauen, die sich ergibt direkt aus dem Anpfiff. Wir haben schon gesagt, dass der Spieler sich nicht weit genug außen angeboten hat, ist jetzt eben keine offene Stellung gekommen, gerät unter Druck. Und jetzt sehen wir, dass dieser zentrale Spieler sich nach hinten hin anbietet. So, zum einen, wenn der Pass hierher kommt, werde ich noch schneller unter Druck gesetzt. Das heißt, ein sauberer Spielaufbau wird noch schwieriger. Und vor allem habe ich dahinter den zentralen Verteidiger, der das Spiel ja auch eröffnen kann. Und dadurch fehlt mir natürlich jetzt ein Spieler im Zentrum, den ich vielleicht im Zentrum anspielen könnte. Also das macht einfach keinen Sinn. Deswegen sollte dieser Spieler hier nach vorne ins Zentrum rutschen. Diese Flügelspieler, wie wir schon sehen, stehen jetzt viel zu engmaschig. Das heißt, wenn ich jetzt das Spiel auf diesen Spieler verlagere, hat der wieder einen sehr kurzen Angriffsweg für diesen Offensiven. Das heißt, der sollte hier schön auf dem Flügel rausrutschen, genauso wie der Flügel, dass der schön nach außen rausrutscht, die Spitze jetzt hier sich schön weit nach vorne anbieten, um den Raum einfach groß zu gestalten. Und jetzt kann ich den Ball in einem großen, breiten Spielfeld anlegen, kann das Spiel verlagern und kann das Spiel dann nach vorne treiben. Sich den Raum jetzt eigentlich nicht so gut aufgeteilt haben, haben sie es trotzdem sensationell gespielt, kommen dann hier in die Szene, wo der Torwart den Jungen hier anspielt und spielt dann den Ball hier auf den zentralen Mittelfeldspieler und der Ball kommt jetzt hier dann auf den Flügel heraus. Erst macht das gut, dass er sich relativ breit freiläuft und jetzt kommt der Ball hier raus einfach auch zu leicht und deswegen wird er sofort wieder unter Druck gesetzt, ja, und daraus resultiert dann der Fehler. Also das Entscheidende ist hier so breit wie möglich, so nah wie nötig, bedeutet, wenn ich zu breit draußen stehe, dann kriege ich den Ball hier draußen, da kann ich keine Torgefahr ausüben. Wenn ich zu weit innen stehe, werde ich zu sehr unter Druck gesetzt. Das heißt, hier muss ich genau den richtigen Raum finden. Und jetzt ist eben entscheidend, dass die Passschärfe stimmt, dass der Ball wirklich hier auch scharf auf den Spieler kommt, damit ich hier nach vorne wirklich Druck ausüben kann. Hier in der Szene sehen wir dann, dass der Ball einfach zu kurz gespielt ist, der ist einfach zu leicht gespielt. Deswegen muss der Spieler dem Ball entgegengehen, gerät dann wieder unter Druck, lässt sich dann in das Dribbling eben verwickeln und verliert dann den Ball. Wenn es so eng wird, dann müsste der Spieler praktisch hier mit einer Sohle Wände den Ball der Gegner fernziehen und versuchen, über den Torwart das Spiel wieder zu verlagern. Thank you.
okay, jetzt sind wir in der nächsten Situation gelandet, die blaue Mannschaft hat hier Einwurf, müssen uns jetzt erstmal die Raumaufteilung der Blauen anschauen. Die Blauen sind relativ außenrum formiert und das Zentrum ist eigentlich von den gelben Spielern besetzt. Wenn der Ball jetzt verloren geht, haben die Gelben natürlich einen wahnsinnig kurzen Weg zum Tor und haben den Raum sehr eng und können natürlich deswegen auch leicht den Ball gewinnen. Entscheidend ist jetzt hier, wir haben einen Einwurf, bedeutet für uns immer ein 50-50 Ball, kann sein, dass wir den Ball verlieren, bedeutet, dass der zentrale Mittelfeldspieler unbedingt im Ball näher reinkommen muss, dieser Spieler rutscht enger dran, wenn der Ball verloren geht, dass er den sofort unter Druck setzen kann und der Flügel kommt hier auch nach innen rein. Jetzt wird das Spielfeld eher enger gestaltet. Wir haben jetzt, wenn wir den Ball verlieren, eben einen kurzen Weg in die Zweikämpfe herein, um dann eben einen möglichen Konter, wie man es dann nennen kann, zu verhindern. Jetzt sehen wir, dass der Spieler abdreht und das machen die Jungs wirklich gut. Sie machen jetzt hier den Einwurf, Verteidiger hat sich schön nach hinten abgesetzt, kriegt den Ball und jetzt könnten wir das Spiel eröffnen. So, jetzt kommt der Ball auf den Torwart, währenddessen geht der Spieler schon nach draußen, das macht er schon gut, aber das ist natürlich nicht weit genug. Also während der Ball läuft, ist der Spieler jetzt hier drinnen, der Spieler kommt hier rüber und jetzt kriegt er den Ball und wird natürlich sofort wieder unter Druck gesetzt und muss den Ball wieder zurückspielen. Das heißt, dieser Spieler muss im Sprint versuchen, hier auf den Flügel rauszukommen, um den Gegner einfach mehr in die Breite zu ziehen. Und jetzt, wenn ich einen scharfen Ball nach vorne kriege, kann ich wirklich den Konter fahren. Also dadurch, dass er sich nur zu kurz hier anbietet, also in zu geringem Tempo, kriegt er keine offene Stellung, kann keinen Druck nach oben kommen und gerät gleichzeitig zu schnell unter Druck, sodass er den Ball wieder zum Torwart spielen muss. Und das ist eben das Entscheidende, wenn ich den Ball gewinne und meinen Spielaufbau über den Torwart durchführe, dass ich das Spielfeld in die Breite ziehe, um eben sauberer und klarer Fußball zu spielen, weil ich mehr Zeit bekomme.